In diesem Video wird Ihnen gezeigt, welche Einstellung notwendig ist, um das Papierformat in der Druckdialogbox bearbeiten zu können. Diese Einstellung gilt nur für Bentley-Druckertreiber. Sie öffnen die Druckdialogbox und stellen fest, dass der nutzbare Bereich nicht bearbeitet werden kann. Sie gehen auf Einstellungen, Voreinstellungen und geben einen Haken in Bearbeitung des Papierformats zulassen. Sie schließen die Dialogbox und das Papierformat kann bearbeitet werden. Diese Einstellung kann auch fest über eine MicroStation-Variable gesetzt werden. Sie gehen wieder auf Einstellungen, Voreinstellungen, entfernen den Haken, schließen die Dialogbox, schließen die Druckdialogbox, gehen auf Arbeitsbereich, Konfigurationen und suchen die Variable msPLTDLG allow form size edit, gehen auf Bearbeiten, neuer Wert 1, OK, OK. Änderungen in Ihrer Konfigurationsdatei speichern? Ja. Sie gehen wieder auf Datei, drucken und das Papierformat kann wieder bearbeitet werden. Unter Einstellungen, Voreinstellungen wird Ihnen nun Bearbeitung des Papierformats zulassen, grau hinterlegt und kann nicht verändert werden.